Hallo und herzlich willkommen zu einer Verplant zu. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. Ich bin ein bisschen verwundert, denn in der letzten Folge habe ich ja gesagt, ich würde mich gerne um Licht kümmern. Heißt, wir müssten da auch Strom hinsetzen, weil diese ganzen Elemente haben keinen Strom und die sind irgendwie beleuchtet, ne? Kein Strom. Ja, siehst du hier so ein klein bisschen da ungefähr, siehst du noch diesen roten Balken. Und wenn kein roter Balken ist, haben die Strom. Pass auf, folgendes. Das Ding hier hat Strom. Regelmäßige Stromkosten 0 Dollar, weil wir haben hier einen Stromgenerator. Hier, nur dieser Stromgenerator reicht wohl nicht für komplett. Das heißt, wir haben den, oder nicht falsch platziert, aber ich würde, glaube ich, nochmal einen zweiten woanders hinsetzen, damit wir dann halt, Moment, das Problem wird sein, also wir werden die ganze chinesische Mauer abdecken können. Ne, wir setzen einfach rund um diese Stromgeneratoren, aber... Wie machen wir das hier innen drin? Da müssen wir mal gucken, ob wir dann wirklich diese Solarkollektoren hinsetzen oder eventuell hier wirklich einen normalen Generator. Aber der hat ja einen Negativ-Einfluss. Müssen wir mal gucken, wie wir das dann machen. So, den würde ich dann zum Beispiel hier hinsetzen. Oder hier? Oder hier? Nee, nee, noch einen weiter, noch einen weiter. Ja, jetzt, nein, da. Weil ich hatte nämlich gesehen, hier war nämlich ein blauer Punkt, roter Punkt auf einmal. Und das heißt ja dann, so, siehst du? Dass die keinen Strom haben. Und jetzt haben wir das komplett abgedeckt. Okay. Nächste Frage ist... Ne, wir müssen hier die Mauer erstmal wegmachen. Und dann werden wir... Komm, dann machen wir jetzt direkt. Ne, damit wir das nicht nachher vergessen, ziehen wir einmal direkt diese Mauer... Einmal direkt diese Mauer bis hier. Ne, warte mal. Ist ja Blödsinn. Weil... Pass auf, wir setzen ja nachher eine Mauer hier. Ja, ich muss mal gucken, warte, ich setze jetzt erstmal hier hin. Jetzt müssen wir doch, ist alles richtig. Okay, die ziehen wir jetzt einmal. So, jetzt habe ich auf jeden Fall schon mal ein Maß, wie weit ich gehen kann, beziehungsweise gehen muss. Das ist dann bis, ist das bis hier? Ja, bis da. Dann wubbeln wir die nach oben und unten, und zwar so. Und nach vorne und hinten. Und zwar so. Jetzt können wir die nämlich easy peasy nach da ziehen. Die brauchen wir nicht mehr hin und her wubbeln. Einzigste, wir müssen die halt nach da ausrichten. Aber das ist ja kein großes Problemchen. So. Jetzt können wir die wieder wegmachen. Weil wenn wir das hier dann richtig alles verkleiden, ne, werden wir dann später machen. So. Jetzt ist meine Frage, wo ist dieser Leuchteffekt? Beziehungsweise... War das doch bei Planet Zoo, dass du gesagt, dass man einstellen konnte, hör mal, permanent leuchten. Das kann ich hier nicht einstellen. Leuchten überhaupt? Ja, okay, wir lassen jetzt erstmal weiterlaufen, bis es richtig dunkel wird. Sobald es richtig dunkel ist, gucken wir mal. Zu den Felsen. Die sehen bis jetzt gut aus. Ich werde da auch nichts verändern. Beziehungsweise ich werde nur was hinzufügen, und zwar werden da Pflanzen natürlich reinkommen. Ne? Irgendwelche Bäume, irgendwelche, da habe ich mir schon Gedanken zu gemacht, das wird dann aber kommen. So, wir haben bei den königlichen Löwen, haben wir gerade Streitigkeiten, die wir beseitigen müssen. Das heißt, wir gucken mal ganz kurz nach, die westafrikanischen Löwen. So, was haben wir denn da? Wir haben einmal hier, oha, der hat nichts zu melden, der hat nichts zu melden. Sie hat nichts zu melden, weil beides nichts. 2,8 Jahre Gold. Die wird bald erwachsen sein. Das heißt, die kann ich schon mal freilassen. Ne, dann kommt sie nämlich an ihre Stelle. Weil mit 3 Jahren sind die ausgewachsen. Da können wir schon mal vorsorgen. Okay. 945. Ja, tut mir leid. Der. Ja, ihr müsst euch nicht hier... Ein Bild für die Götter ohne Mist. Gucken wir mal. Aha. Zahnreinigung ist da. Alle Zähne noch vorhanden. Sehr schön. Deswegen... Wieso haust du mich? Hallo. Entschuldigung. Entschuldigung. Hallo. Ganz ruhig. Brave Miezekatze. So. Es ist 20 Uhr. Ich war jetzt gerade im Überlegen, aber ich hatte die Taschenlampe noch an. So, hier sieht man Licht. Ne? Ist ja permanent ein. Aber... Ich wollte gerade sagen, da sieht man auch Licht, aber da sieht man kein Licht. Wieso haben die Stromkosten? Ba
beziehungsweise warum kann ich nicht sagen permanent ein? Pass mal auf, wir machen mal einen Test. Ich setze hier eine Laterne hin. Ist ja egal, ne? Einfach die Laterne. Und wir gucken mal, wann die angeht. Ich setze sie hier hin. So. Das werden wir dann überprüfen. Sobald die angeht... Oh, die ist schon an. Okay, die sind schon an. Das heißt, die Fenster sind schon beleuchtet. Aber da tut sich nichts. Hier ist keine Beleuchtung. Also ich sehe hier nichts. Gar nichts. War da Licht gerade? Nee, das war nur ein Grafik... krass, guck mal, der Grafikfehler. Warte, wie habe ich das... Da. Was ist das? Oh, ist eine dezente Beleuchtung, ne? Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Das sieht aber gar nicht mal so verkehrt aus. Schön. So, dann schauen wir mal ganz kurz, was wir hier für Lampen nehmen. Tendenziell würde ich ja sagen, wir... Indische Wandbeleuchtung, das wäre natürlich eine Option. Oder wir nehmen die chinesische. Die chinesische könnten wir nehmen. Nordafrikanischer Laternenfall, wie sieht der denn aus? Oh, der ist schick. Der ist wirklich schick. Und diese Wandbeleuchtung? Warte mal, ich schau mal kurz. Oha! Oha! Aber ich würde fast zu der tendieren. Wir können nochmal nachgucken, aber ich würde fast zu der tendieren. Oder eine indische. Eine indische würde auch gehen. Da gäbe es nämlich auch die Deckenbeleuchtung für. Eine indische Straßenlaterne. Nee, sehe ich jetzt nicht so hier. Australische, nee. Indische. Die indische, ganz ehrlich, die ähnelt der australischen ungemein. Pass auf. Also finde ich. So vom Stil so ein bisschen, ne? Also die tun sich jetzt nicht so viel. Deswegen kann die schon mal weg. So, was nehmen wir jetzt für die? Wir nehmen die Koala-Lampe. Ganz einfach. Schluss aus, basta. Wir nehmen, nein. Was nehmen wir denn da für eine Lampe? Ich würde... Also die finde ich schon sehr, sehr schick. Aber es gibt keine... Es gibt keine Hängelampe dafür. Und wir brauchen ja hier Hängelampen, ne? Schade. Wirklich, wirklich schade. Das heißt, wenn wir jetzt so einnehmen, ne? Da kann man doch bestimmt die Beleuchtung so ein bisschen anpassen, oder? Nein, kann man nicht. Okay, sehr schön. Das ist ja voll der Reinfall gewesen. Was nehmen wir denn hier für eine Laterne? Also vom Licht her passt die sehr gut. Wobei ich glaube, man kann die auch noch farblich anpassen. Ja. Also Farbe kann man anpassen. Aber... Ah, ist schwierig. Ist wirklich, wirklich schwierig. Also das muss gut überlegt sein, denn ich brauche ja auch eine Deckenbeleuchtung. Oder diese... Oh, die Kombination, ne? Jetzt mal ernsthaft. Guck mal, die und die. Ich finde, die passen sehr gut zusammen. Das heißt, wir hätten nämlich hier eine indische... Und eine... da. Nordafrikanische. Ne? Was sagst du da oben? Ja, sehr schön. Okay, dann nehmen wir die. Weil ich finde die einfach irgendwie... Aber die ist halt sehr, sehr klein, ne? Das muss man sich auch vor Augen halten. Ah, warte mal. Ich muss jetzt gerade nochmal zurückrudern, glaube ich. Oder? Kann man die eventuell ein bisschen tiefer, ein bisschen kleiner machen? Geht das? Nee, ne? Weil wir brauchen ja auch noch eine Beleuchtung, die hier die Treppe so ausstrahlt. Schwierig, schwierig, schwierig. Südamerikanisch? Nein.
die wäre eine Option, könnte man auch umlackieren. Vom Licht her hätte die so ein Kaltweiß, ne? Oh, schwierig. Sehr, sehr schwierig. Wir nehmen... Warte mal, ich... Oder nehmen wir die? Weil die... Pass auf. Die ist ja... eigentlich dafür gut geeignet, ne? Oder... Oder... Gibt es solche Lampen im indischen oder, ich sag mal, im asiatischen Stil? Weil das wäre natürlich sensationell. Hier so an die Fußleisten, weißt du? Ja, das ist zu modern. Schade, schade, schade. Ne, dass man hier so eine Beleuchtung, Treppenstufenbeleuchtung hätte. Würde aber vom Stil her nicht passen. Wir haben hier so klassisch etwas älter. Und dann würden wir da was Modernes reinbringen. Das würde nicht passen. Und von der Lampe her, ne? Die ist halt schön. Ja. Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Afrikanische Lampe. Gab es doch indische? Könnte man auch nehmen, ne? Da Lampen dran gehangen? Könnte man machen. Obwohl, die wären natürlich auch gut. Weil dann wäre die bunt. Würde auch vom Stil her, glaube ich, zu den Dachziegeln passen, ne? Guck mal, wenn man die jetzt so daneben hält. Würde passen, ne? Und dann hätten wir mal noch Rot da drin. Ich glaube, die nehmen wir. Das ist eine wilde Kombination jetzt gerade. Aber ich würde sagen, die nehmen wir. So, wenn wir die jetzt hier zum Beispiel hinsetzen. So, auf die Höhe. Permanent einschalten. Kann man da die Farbe noch ändern? Also in so ein angenehmes... was ist das für eine Farbe eigentlich? Ah ja. Was haben wir? D... Was war das jetzt? D7A55C. D7A55C. D7... D7A55C, ne? Ja, ich glaube, das ist richtig. Warte, ich gucke nochmal ganz kurz nach. D7A55C. D7A55C. D7A55C, ja. Weil, ja, die würde natürlich auch passen, ne? Die ist zu breit. Die ist zu breit, die kann weg. So. Ich würde die aber, glaube ich, in so einem indischen Stil halten dann. Oder? Und dann machen wir jede... Moment. Wie machen wir das denn jetzt? Jede zweite Stufe. Das heißt, da hätten wir eine. Dann würde hier eine hinkommen. Und eine hier. So. Oder in die Steine. Oder in die Steine. Könnte man auch machen. Wobei, da habe ich eigentlich noch was vor. Aber andersrum. So. Ich gucke, dass der weiße Strich da nie zu sehen ist. Weil dann haben wir nämlich immer die identisch gleiche Höhe. Guck mal ganz kurz, Licht aus. Oh. Die, wie gesagt, die ist natürlich auch sehr schön. Würde vom Licht natürlich auch passen, ne? Aber die ist ja relativ hell. Irgendwie gefällt mir das hier mit dem Abgenutzten. Machen wir auch. So, das heißt, die ziehen wir jetzt einmal rüber.
Schön, dass da keine Steine sind. Das freut mich ja gerade richtig. Moment. Haben wir hier irgendwo Steine? Da müssen wir hier noch einen Stein hinsetzen. Aber so würde ich die lassen. Genau, die machen wir halt. Müssen wir jetzt von der Höhe nochmal ausrichten. Hier setzen wir einen kleinen Stein hin. Da haben wir zum Beispiel den hier. Ja, einen kleinen Stein, natürlich. Nee. Der hier zum Beispiel. Der ist sehr gut. Ne, den kannst du hier gut zwischensetzen. So. Können wir den nämlich ein bisschen hochziehen. So. Passt das eigentlich vom Stein her? Weil ich glaube, den müssen wir ein bisschen nach links ziehen, ne? So. Jetzt passt das. Ja. So, und den müssen wir auch nochmal von der Höhe ausrichten. Passt. So, jetzt gucken wir, kontrollieren, ob alle an sind. Also permanent an. Und es sieht ganz danach aus. Sehr schön. Sensationell. Da haben wir doch schon mal was geschaffen. Ich finde diese Lampen sehr geil. Auch von der Beleuchtung her. Boah. Und was ich noch vorhabe, siehst du dann hiermit. Und ich glaube, das wirkt richtig gut. Hm. So, wie machen wir das jetzt hier drin? Weil wenn wir jetzt die hier reinsetzen, ne? Ich glaube, ist halt relativ dunkel, ne? Nehmen wir mal diese Farbe. Muss halt gucken, warte mal, wenn man die jetzt... Guck mal, die wirkt gar nicht bis hier, ne? Die müsste man schon so tief hängen. Brauchen die Königstiger Licht innen? Nee, ne? Ne, sehe ich auch nicht. Weil die müssen ja auch schlafen. Nachtruhe, weißt du? Deswegen würde ich sagen, lassen wir das so. Dann brauchen wir doch keine Deckenlampe. Ja. Aber die hier finde ich sehr schön. Von der Beleuchtung her passt das schon sehr, sehr gut. Und wir haben hier auch genau die Mitte. Guck mal. Krass, ne? So. Beleuchtung ist da. Oh, schön. Warte mal. Vielleicht haben wir sogar einen richtigen Crew gelandet, wenn wir jetzt sagen, pass auf, die Königstiger. Königstiger. So. Siehst du, die wohnen auch noch in Indien. Haben wir alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Oh, geil. Also von der Beleuchtung her bin ich jetzt gerade voll entzückt, ne? Und guck mal, wir haben das sogar eingehalten. Königstiger. Mhm. So, jetzt darf ich ruhig wieder hell werden. Es darf ruhig wieder... und Regen. Sehr schön. Dann sage ich jetzt erstmal Hallo zu The Lift Biceps. Hallo. Ach so. Ja klar, der linke Biceps. Ja klar. So. Oh, das wirkt schon sehr gut. Mit der Beleuchtung. Wenn du mal guckst. Imposant. Sehr imposant. Guck. So, dass wir mal einen Überblick kriegen, wie das ganz aussieht. Mhm. 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 Ne, wie gesagt, Nachtruhe, können die hier drin schlafen. Ich hoffe nicht, dass die permanent nur hier drin sind, dass die auch mal rauskommen. Ich hoffe. Ich hoffe. Weil, ja, Beleuchtung würde ich sagen, nee. Ich meine, wir haben sowieso... Haben wir irgendwo schon Beleuchtung? Im australischen Themenbereich haben wir Beleuchtung. Wir haben überall Beleuchtung, ja, aber im australischen Themenbereich bei den Koalas haben wir, glaube ich, Beleuchtung. Ja, aber ist halt dezent, ne? Aber ansonsten haben wir in den Tierhäusern bzw. Tierrückzugsmöglichkeiten keine Beleuchtung. Beim Pinguin nicht und deswegen, die Koalas wollten das so, die können nur bei Licht schlafen, deswegen haben wir das da gemacht.
Ich bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Heute haben wir richtig viel geschafft. Guck mal, 6 Lampen platziert. Sensationell. Also bis dann. Tschüss.